Geschäftsleiter Richard Pallmannshofer hat schon alles vorbereitet und er erklärt mir, aus welchen Zutaten der Teig besteht. Das ist ein Weizenvollkornteig. Das ist, da ist nur Weizenvollkornmehl drin, da ist das komplette Korn einfach runtergemahlen, ohne irgendwas, was rausgenommen ist, das ist alles drin. Okay. Anfang von Eiweißkörper, Mehlkörper, Schalenanteile, da sind verschiedene Mineralien drin und da ist wirklich alles drin. Das kriegen wir immer frisch gemahlen. Das ist am 14.08. frisch gemahlen worden und alle 14 Tage haben wir da eine neue Lieferung. Und das am 24. nur für uns Zuschauer da, dass wir da Bescheid wissen. Ne? Ja, das kommt aus Hafnerbach, das ist auch gleich irgendwo in der Nähe, ne? Ja, das ist in Krems. Okay, ja, toll. Der Unterschied zwischen den zwei Mehlarten, das hätte mich jetzt noch interessiert. Das ist das, wo also diese Schalenanteile und das Ganze noch drinnen ist. Und das ist das weiße Mehl, so wie wir es von daheim kennen. Genau, das ist einfach, da ist nur mehr der Mehlkörper. Mhm. Und fast keine Schalenanteile mehr. Mhm. Und da ist halt alles drin. Ne? Und das ist ein unbehandeltes Mehl. Ja. Und weißes Mehl wird immer behandelt. Ne? Das heißt, für ballaststoffreiche Produkte nimmt man das Mehl. Genau. Und für Semmeln, Salzstangeln nimmt man das. Ne? Nimmt man das. Mhm. Richard, was ist in dem Teig da jetzt eigentlich alles drinnen? Ja, das ist Vollkornmehl, Butter, Wasser, ein bisschen Milch, dann eine Hefe, Salz und ein bisschen Zucker. Keine Konservierungsmittel, überhaupt nichts? Nein, da ist gar nichts drin, weil nein, ich habe da nichts reingegeben eigentlich, Konservierungsmittel. Ne? Und die ganzen Produkte kommen aus der Region? Die kommen alle aus der Region, ja. Weil der Butter kommt von Schädinger, das Mehl haben wir eh schon gesagt. Wie lang muss das rosten oder ist das, kann man das dann, wenn der Teig gemacht ist, kann man das sofort weiterverarbeiten? Wie funktioniert das? Es ist so, ein Weizenvollkornteig gehört lange gemischt. Mhm. Weil der hat nämlich das weiße Mehl, hat viel Klebeanteil und das geht schnell. Und beim Vollkornteig, der braucht mindestens 10 Minuten bei einem schnellen Gang oder einer schnellen Mischgeschwindigkeit, dass der Teig was wird. Sonst fällt der Teig aus. Genau. Okay. Und hat keine Struktur. So hat ist er elastisch und kann man was draus machen. Ne? Okay. Was macht man da jetzt draus? Machen wir da Grahamweckerl oder kann man da einen Striezel aus? Ja, wir machen nämlich, haben auch Vollkornstriezel im Programm. Mhm. Dann machen wir aus den Vollkorn, da ist ja der Zucker dann auch noch dabei, im Teig und machen wir Vollkornstriezel. Ja, dann gehen wir so. Ja. Also in der Mitte soll ein Bauch sein. Genau. Aber trotzdem auch leicht über die Mitte drüber, dass die Luft rausgeht, wenn er nicht drin ist. Noch. Ja, ja. Das heißt, ich muss da hinten jetzt anfangen. Genau. So, immer der Äußerste, ne? Nein, genau. Ja, das schaut wahrscheinlich genau nicht so aus, wie es ausschauen soll. Richard zeigt, wie man das als gestandener Bäcker macht. Und interessant ist, dass dieser Striezel nach dem Rasten doppelt so groß ist. So schauen die Vollkornstriezel dann aus. Super. Werden dann noch, die Gänge dann noch, sind dann so groß ungefähr und werden dann angestrichen. Ich habe da eh was vorbereitet, wo wir es aufbauen können. Okay. Aber wir gedacht, dann machen wir auch alles eigentlich aus der Region. Weil der Mann kommt vom Waldviertel, Kürbiskern für der Steiermark oder eh von uns auch, gibt es auch. Und Sonnenblumen sind ja auch bei uns. Was haben wir da? Das ist ein Sesam, ne? Sesam. Aber okay. Das ist sehr beliebt in Österreich. Ein Sesamwickel ist eigentlich eins, wenn nicht noch die Wickel, das beliebteste Wickel. Ja, ist ich auch gern. Ja. Und ein Mannwickel, das wird komplett, das ganz gleich ist, umso gleicher der Strangel, umso besser ist. Ich meine, umso gleichmäßiger wird es dann nach dem Pochen. Ne? Also gleich wird das bei mir nicht, aber... Ja, ist wurscht. Das erste war bei mir auch nicht gleich. Ich mein's. Bäcker lernt man 3 Jahre lang, ne? Genau. Das ist aber jetzt kurz. Das da? Nein, 3 Jahre Bäcker lernen. Das ist so, das glaubt man gar nicht, wie das kompliziert ist. Das hört sich leicht an, aber es ist eigentlich sehr schwer, ne? Weil ich hab jetzt noch lange nicht ausgelernt und bin eigentlich schon so alt. Wie ist das eigentlich mit dem Teig, der überbleibt? Was passiert denn mit dem? Der Teig bleibt keiner über. Weil es ist so, wenn jetzt irgendwo ein Teig überbleibt, kann man den nächsten Teig wieder reingeben.
Ah, okay. Man muss jetzt schauen, dass man nicht in einen Dinkelteig einen Weizenteig reingibt. Das muss man schon aufpassen, aber man darf, sagen wir, wenn jetzt 10-mal fertig sind und es sind ein paar schier geworden und die tut man dann auf Zeiten, die kann man den nächsten Teig ruhig wieder reinhauen. Ne? Mhm. Es darf halt nur ein kleiner Prozentsatz sein, weil sonst wird der Teig nicht schön. Was von den Backwaren überbleibt, das werden dann Semi-Bresel und Semi-Würfeln. Genau. Wir haben im Sommermarkt, beliefern wir. Ah, wir beliefern, der holt ja, das auch. Ja. Das heißt, bei uns wird kein Stück Gebäck weggehauen. Das ist gut. Was wirklich, nehmen wir zum Essen ist, das wird schon weggehauen. Aber das ist eigentlich nur Mehlspeis. Wenn es verdirbt, aber das ist, ich glaube, eh ganz klar. Ja, man sieht da ganz gut, der Richard ist doppelt so schnell wie ich, einfach weil er es kann. Und ich tue mir wirklich schwer und mir ist auch schon ganz schön warm. Also es ist nicht so, dass das jetzt so eine einfache Arbeit war. So, ein Mandelkern geht dann so, dann schaut man leicht drüber, ganz leicht nur ein bisschen. Ja, kannst du den Vollkern auch, aber und dann macht man es so, tut man das so um, in der Mitte ungefähr, von der ersten Mitte so, ein bisschen weiter, da ungefähr. Dann schlagst du es so um, das Ganze so. Ja. Dann nimmst du das, was ja, noch überhaupt, ziehst du da dabei durch. Ja. Ziehst du ein bisschen an, ja. Und dann drehst du das untere Ringel oder Schleifel noch einmal. Geht mir schon der Platz aus. Ja, du musst ein bisschen ziehen. Warte, so. So. Okay. Und dann ziehst du es durch. Ah, okay. Und dann ziehst du ein bisschen an. Ja. So. Ja, zum Vergleich. Das ist ein Mondwickel. Aber das ist. Der Vergleich kann man immer, das ist eine Handarbeit. Eine Maschinenarbeit hat 1, 2, 3 und Handarbeit hat 4. Und da kommt jetzt der Mann einfach genau, das wird hochgestrichen mit der Erstreich. Ah, okay. So. Genau. Aber am besten war es, wenn du es so gleich, also ganz nimmst. Ah, ja. So eintauchst, nehmen wir Sesam auch, weil Sesamwickel gibt es auch. Dann so her. Ah, okay. Also was jetzt ausschaut wie eine Mini-Pizza oder wie ein Teigfladen, wird einmal ein Handsemmel. Und ihr habt Gott sei Dank Lehrlinge, die wesentlich talentierter sind als ich. Ihr habt wieder mal einen Lehrlingswettbewerb gewonnen, hast du gerade vorher gesagt. Genau, wir haben Niederösterreich Meister gemacht, unser Lehrling. Sabine Kogler hat das geschafft und die kann halt Handsemmel besser als ich, weil die macht jeden Tag ein paar hundert auf die Nacht, in der Nacht und darum hat sie das gewonnen. Also gescheit einstauben, hast du gesagt? Genau. Gescheit einstauben ist so, oder? Genau, das passt schon so. Vielleicht okay. Dann schon einmal anklopfen, dann ist es schön. Genau, perfekt. Dann klopft das obere. Wer sagt immer perfekt, aber das ist, glaube ich, eher Höflichkeit. Das obere Eckerl klappen oben. Und dann tut man den Daumen rein so. Dann klappt man das so drüber. Nein. Ja, Wahnsinn. Na, dann mache ich lieber Kaisersemmeln. Ne? So, ich sage einmal einen recht schönen Dank. Das gebe ich dir auch gleich wieder zurück. Danke. Ja. Und ja, so, danke, dass du reingeschaut hast. Danke für die Lehrstunde. Und jetzt nehme ich mir, glaube ich, noch irgend so was Gutes mit. Was mag ich denn da?